Hallo Leute, Fabian und ich hatten auf der Gamescom die Möglichkeit, bei Ikaros im Stand deren Flugsimulator zu testen. Und das Geniale daran ist, Ikaros verbindet Virtual Reality mit Fitness. Und ihr seht im Hintergrund gerade, wie das Ganze ungefähr aussieht. Und wir erklären euch jetzt in dem ganzen Video hier, wie Ikaros funktioniert, was genau man damit machen kann und wo ihr so ein Gerät in Zukunft vielleicht finden könnt. Viel Spaß dabei! Okay, wie schon gesagt ist Ikaros ein Flugsimulator, jedoch ist es keiner dieser Flugsimulatoren, bei dem ihr ein Cockpit vor euch habt und alles mit einem Joystick oder ähnlichem steuert, sondern stellt euch vor, ihr selbst seid der Controller. Ihr bereitet euch vor, legt euch in diese Apparatur, als ob es ein Gleiter wäre, der außerdem noch geile Waffen an beiden Seiten hat. Also, ihr hängt in dieser Apparatur und kontrolliert jede Bewegung nur durch Gewichtsverlagerung. Ihr lehnt euch nach hinten, euer Gleiter zieht nach oben. Ihr lehnt euch nach rechts, euer Gleiter zieht nach rechts. Ihr lehnt euch nach links, euer Gleiter zieht nach links, ihr wisst schon. Nur für Geschwindigkeit und Schießen habt ihr an eurer rechten Hand einen kleinen Controller, mit dem ihr diese beiden Dinge steuern könnt. Ziemlich episch. Okay, schauen wir uns diese Apparatur nun einmal genauer an. So sieht das schöne Ding aus. Über den ersten Drehpunkt werden seitliche Neigungen ermöglicht. Ihr könnt euch ca. 45 Grad nach rechts oder links lehnen. Über den zweiten Drehpunkt wird das nach vorne und hinten lehnen möglich. Auch hier könnt ihr euch ca. 45 Grad nach vorne oder hinten lehnen. Außerdem können die Arm- und Beinschienen des Ikaros so angepasst werden, dass er zu eurer Körpergröße passt und das ganze Erlebnis angenehm bleibt. Als VR-Brille wurde die Samsung VR gewählt, da sie ohne störende Kabel auskommt, die das Erlebnis beeinträchtigen könnten, was meiner Meinung nach ziemlich klug ist. Mit dieser Brille könnt ihr euch während des Fluges dann natürlich frei umschauen. Doch wie funktioniert dann die Steuerung genau? Für die Steuerung des Gleiters wird lediglich derselbe kleine Controller genutzt, der schon für die Geschwindigkeitskontrolle genutzt wurde. In diesem Controller sind nämlich auch ein elektronisches Gyroskop, Funksender, eine Ladekontrolle und Mikroschalter verbaut, die die ganzen Bewegungen analysieren und über eine kabellose Verbindung an die Samsung VR weitergeben. Neben dem ganzen Spaß, den man bei Fliegen hat, darf man natürlich nicht den Fitnessaspekt des Ikaros vergessen. Auf der Fitnessseite werden vor allem die Rückenmuskulatur, Schultern, Nacken und Oberschenkelmuskeln trainiert, da man sich quasi während des gesamten Fluges in einer Art Liegestütz befindet. Zu guter Letzt noch ein paar Fakten zum Ikaros. Im Hintergrund seht ihr den CEO und einen der Gründer des Münchner Unternehmens, Michael Schmidt. Dieser fliegt hier extra für uns einen der schwersten Rennkurse, die das Programm momentan zu bieten hat. Netterweise hat er uns auch ein paar Fragen zum Ikaros und seiner Entwicklung beantwortet. Dann zerstören wir doch gleich mal all eure Träume, denn auf die Frage, wie viel ein Ikaros denn kostet, wurde uns mit 7.500 Euro netto ohne Samsung S7 geantwortet. Das ist natürlich ein stolzer Preis, doch hat er auch seine Daseinsberechtigung, denn im Ikaros stecken viel Herzblut, gute deutsche Ingenieurskunst und vor allem viel Arbeit. Weshalb der Ikaros hauptsächlich auch an Fitnessstudios verkauft wird, also wenn ihr Glück habt, könnt ihr den vielleicht dort finden. Auch kommt der Ikaros mit einem stolzen Gewicht von 118 Kilo daher, was daher kommt, dass er letztendlich nur aus Metall besteht. Kommen wir gleich weiter zur Frage, wie lange denn schon am Ikaros entwickelt wurde. Darauf bekamen wir die Antwort, dass Ikaros bis September 2015 ein Feierabendprojekt war. Danach kam 1,5 Jahre Entwicklungszeit und seit dem 1.4.2016 ist der Ikaros nun frei erhältlich. Außerdem haben wir gefragt, wie viel die Entwickler selbst auf dem Ikaros verbringen. Darauf kam die Antwort, leider zu wenig und dennoch genug, um den schwersten Race-Parcours in unter 2 Minuten durchzufliegen, was bisher sonst noch kein anderer geschafft hat. Sie hoffen außerdem, dass es darin bald jemand mit ihnen aufnehmen kann. Letztendlich sind es wohl so etwa 20 Minuten täglich, die Entwickler auf dem Gerät verbringen. Da kann man doch nur fit bleiben. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Schaut doch mal bei Ikaros auf der Webseite vorbei. Schaut dazu in die Infobox oder die Videobeschreibung. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt doch einen Like und abonniert vielleicht den Kanal, wenn ihr mehr von uns sehen wollt. Apollo 69. Zeigt, es geht, ja. Und, ja.
Du musst nur kurz richtig üben und dann wirst du besser. Das war jetzt 2,6. Ich glaube, dass man auch eine Stunde das schon wesentlich besser kann. Ja, ja. Wenn du eine halbe Stunde auf dem Weg warst und dann gehst du am nächsten Tag nochmal, dann kommst du da locker durch. Locker. Ja. Und richtig spannend. Wir haben einen neuen Bild. Ich schau mal, ob ich euch den schnell zeigen kann, dann fliege ich den mal schnell. Ja?